nur mit dem dritten Teil unserer Stadthauptstadt und der Glaubestadt Eckesehen. Dieses Gebäude wird ja Witten-Tipp genannt. Woher der Name kommt, ist leider nicht bekannt. Die Pension Bartels. Wir verlassen gleich die Heidestraße und gehen jetzt weiter in der Ziegelstraße. Wir gehen jetzt weiter in der Lindestraße entlang. Hier einmal die Lindestraße in der Erdzeit und die Lindestraße nach der Wende. Wir sind jetzt hier in der Slotorstraße. Auf diesem Fleck in der Slotorstraße wurde jetzt abgerissen. Weiter in der Lindestraße. Die Lindestraße einmal zu den Erstheiten und dann die Lindestraße zurück nach der Wende. Was wir auch nicht mehr gebraucht wurden. Dann wurde hier daher ein kleiner neuer Block gebaut. Ende 2009 wurde auch der letzte Block in der Lindestraße abgerissen. Die Post aus den 50er Jahren und die Post jetzt nur nach der Wende. Wir sind hier nur auf dem neuen Friedhof an der Waldstraße. Der Bau beginnt vom altersgerechten Block und der altersgerechte Block nach der Fertigstellung. Der ehemalige Kindergarten zu der Erstzeit in der Waldstraße und dann der Kindergarten nach der Wende. Hier sehen wir nur den Bau beginnt, der Adolf-Dietrich-Straße und dann kommt er nach der Wende, kam dann das Ende. Diese Straße wurden fast nur MVA-Offiziere und andere Armeeangehörige. Das ehemalige Armhaus in der Waldstraße. Der kam viele Tage vor der Wende und nach der Wende. Das Schalthaus. Wir sind hier nur wieder in der Waldstraße. Die Schule wurde nach der Wende abgerissen. Heute ist hier ein Park, ein Wohnfleck in der Waldstraße nach der Sanierung. Denken Sie in Teerhofen, der Kapitelerdamm, die Waldtiefe Kapitel. Die Siedlung wurde erst gebaut für die FAA-Angehörige. Das Gelöbnis auf dem Waldsportplatz. Nur an die Kaserne von Kapien. Hier die Besteher von Kapien. Die ehemalige Förderei Alt-Eckesien. Das Schalthaus so um 1900 und nun stand Schalthaus nach der Wende. Und nun geht es weiter die Schatzinerstraße entlang. Der alte Friedhof an der Stettiner Straße. Die Stettiner Straße ist in der Erdzeit die Straße der Freundschaft. Der ehemalige Kino von ihr gesehen. Heute sind wir in dem Kino eine Spielhölle. Der Straße entlang weiter bis zum Rosengarten. Die süße Grund.
würde man mal in der Erdzeit die Gaststätte umchecken. Heute sind sie hier im Blaukreuz drin. Das ehemalige Oberflachgebäude, das wurde nun umgebaut zu einem Rathaus. Hier war mal die Droge Leib, auch schon auf den Erdzeiten. Heute ist hier das Bauamt von irgendwie drin. Hier nur noch mal einen Blick auf den Rosengarten zu den Erdzeiten. Der Platz vor Leib, auch dieser Platz wurde heute saniert. Kurze Stütterchen, diese Straße wurde modernisiert. Herr der Stille aus auf dem Platz vor Leib. Ehemalige Oberflachgebäude wurde umgebaut zu einem Rathaus. Das hier Seitenhof am Rathaus mit der Blaubeerscheune. Nun sind sie nun immer noch im Rathaus. Erich und seine Genossen lassen grüßen. Der Anbau am Rathaus. Das Pfasterhaus. Hier gesehen der Kirche. Von oben vom Kirchturm aus. Hier in der alten Schule sind die Heimatschule. Und nur noch einmal diese Heimatschule. Denn ein Besuch lohnt sich hier immer. Auch die Volksbilder sind hier noch in der alten Schule. In der Kirche im Flammen. Es ist der 7.10.1966. Eggesin erhält das Stadtrecht. Ab heute darf sich Eggesin Stadt nennen. Und hier der große Festumzug der 50-Jahr-Feier. Die 75. Jahrfeier von Eggesin. Es war kein Vergleich zu den 57. Jahrfeier. Nun geht unser dritter Teil von der Stadtrückkehr durch Eggesin zu Ende. Und dann folgt nachher der vierte Teil durch unser Stadtrückkehr durch die Blaue Stadt Eggesin.